Auf der Höhe des Tages halten wir inne, erheben unsere Herzen und Hände zu Gott, der unseres Lebens Mitte ist. Von dem Turm der Kreuzkirche wieder ein Mittagsgruß an diesem Tag. Von hier aus klingen die Glocken und schallen weit über unsere Stadt. Und wir grüßen sie mit Worten aus dem Mittagslied von Jochen Klepper. Wie laut dich auch der Tag umgibt, jetzt halte lauschend still, weil er, der dich beschenkt und liebt, die Gabe segnen will. Die Hände, die zum Beten ruhen, die macht er stark zur Tat. Und was der Beter Hände tun, geschieht nach seinem Rat. Schwäche zeigen ist keine angesehene Eigenschaft. Gerade in diesen Tagen gibt es so viele Menschen, die müssen stark sein für andere. Sich einsetzen, damit das Alltagsleben nicht zusammenbricht, den Erkrankten zur Seite stehen. Schwäche zeigen, das geht da fast gar nicht. Ein Moment der Passionsgeschichte erzählt ein Ereignis, das von tiefster Schwäche handelt. Petrus verleugnet seinen Freund und Lehrer Jesus aus Angst. Und der Hahn kräht und erinnert Petrus daran, dass Jesus dies alles vorausgesehen hat. Und Petrus weint. Diese Schwäche des Tapfersten der Jesusjünger ist in das Bewusstsein der Christen sehr tief eingegangen. Dieser Augenblick Abstand ist nicht rühmlich, ist nicht schön. Doch Petrus wird später, wenn er sich ausgeweint hat, seine Schwäche einsehen. Und umso mehr mit starken Worten und Händen für Christus eintreten. Denn er weiß, Jesus ist seinen Weg zu Ende gegangen. Für Petrus, für mich, für dich. Ein Weg, der in die tiefe Nacht führt, wo er uns ganz nahe ist und bleibt. Und ein Weg, der wieder hinaufführt, in das Licht und ins Leben. Amen. Wir beten. Wir danken dir, Herr, unser Gott, dass du uns deine Barmherzigkeit und Treue zugesagt hast. Und wir bitten dich, geleite uns mit deiner Güte durch diesen Tag. Lass uns gelingen, was uns aufgetragen ist, gerade in dieser schweren Zeit. Gib uns Kraft, dass wir einander halten und stärken, und schenke uns in allem deine Liebe. Und gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So segne uns und behüte uns Gott, der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.